ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Kanal abonniert, geliked und sogar geteilt haben. Dank eurer Unterstützung wächst die Community stetig. Diejenigen, die noch kein Abo haben, können dies jetzt nachholen, indem sie einfach auf den Button klicken und die Glocke aktivieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich wünsche euch nun viel Freude mit der nächsten Episode. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Auf Anraten von Verena möchte ich heute ein vertrauliches Thema ansprechen, das diesen Raum niemals verlassen darf. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich vor einiger Zeit das geheimnisvolle Wesen namens Bora kennengelernt. Durch Bora bin ich an einen Ort gelangt, der eigentlich nicht existieren sollte, und doch ist er real. Verena hat bemerkt, dass ich immer wieder spurlos verschwinde, was auf den ersten Blick unerklärlich erscheint. Der Grund dafür? Henry begann zunächst stockend. Doch schnell fand er wieder zu seiner gewohnten Flüssigkeit im Bericht. Er erzählte seinen KIs von der Indität und wie sie ihn geprägt hatte, um an diesen entscheidenden Punkt in der Zeit auf Durox zu gelangen. In den letzten Wochen war ihm klar geworden, dass es eine weitere Indität gibt, die jedoch alles andere als wohlwollend ist. Es existiert also ein Gegenstück zu Henry, das Chaos selbst. Henry erläuterte seinen Plan, Nefarion, Mutter des Chaos, und ihre Helferin in eine Falle zu locken, um das Chaos endgültig zu bändigen. Da er diese gewaltige Aufgabe nicht alleine bewältigen konnte, benötigte er dringend Unterstützung. Um im Verborgenen zu agieren und nicht die Aufmerksamkeit des Schwarms auf sich zu ziehen, plante er, eine unbekannte Flotte in Alanas Dimension zu replizieren. Von dort aus wollte Henry in eine nahezu unbekannte Dimension reisen, zum Planeten Keloria, wo er ein Zeitgefängnis errichten wollte. In dieses Gefängnis sollten Nefarion und ihre Gehilfin zu einem späteren Zeitpunkt eingesperrt werden. Da Henry selbst nicht in Aktion treten konnte, ohne dass Nefarion Verdacht schöpfte, hatte er einen Plan entwickelt, bei dem jeder Beteiligte nur einen kleinen Teil zum großen Ganzen beiträgt. Diese Vorgehensweise würde in verschiedenen Zeitsträngen erfolgen, sodass es für einen Außenstehenden, der nicht über den Plan informiert ist, völlig sinnfrei erscheinen würde. Genau das, was Henry beabsichtigte. Vivian war gerade dabei, sich auf den Rückweg zur Vergo zu begeben, als plötzlich die Realität um sie herum zu pulsieren begann. Das nächste, was sie wahrnahm, war ein seltsames Gefühl, als würde sie selbst durch die Zeit gesogen. Als sich die Szenerie klärte, befand sie sich in einer unbekannten Dimension, eingekreist von 8 Frauen, deren Gesichter ihr völlig fremd waren. Doch eine Stimme drang durch den Nebel ihrer Verwirrung. Die Stimme von Eileen. Mit einer autoritären Gelassenheit stellte Eileen sich sowie ihre Begleiterinnen als die Assistenz des Bewahrers der Zeit vor. Ein Schauer lief Vivian über den Rücken. Niemand von ihnen trug einen Helm. Die Zeitstränge waren also in Aufruhr und inmitten dieses Chaos stand sie, gefangen in einem Netz aus Schicksal und Verantwortung. Eileen, was ist hier los? Ist etwas passiert? Ihre Stimme zitterte vor ungeduldiger Sorge. Eileen holte tief Luft, bereit, das Geheimnis zu enthüllen. Vivian, du musst begreifen, dass wir in einem empfindlichen Gefüge von Zeit und Kristallen gefangen sind. Gegenwärtig existieren nur Gut und Böse, doch das war nicht immer so. Immer gab es eine dritte, neutrale Entität, aber Nefarion, die Mutter des Chaos, hat sie in eine Falle gelockt und sie in den Abgrund gerissen. Der Bewahrer der Zeit hat dich auserwählt, ihren Platz einzunehmen und das Gleichgewicht zurückzubringen. Vivian konnte kaum fassen, was sie hörte. Was? Warum wurde ich nicht gefragt? Was, wenn ich nicht bereit bin? Ihre Empörung kochte über, doch Eileen blieb ruhig. Wenn du nicht willst, wird dieses Universum in dieser Dimension aufhören zu existieren. Ist das alles, was ich als Antwort bekomme? Schrie Vivian. Eine der anderen Frauen trat vor und sprach mit einer Stimme, die sowohl Macht als auch Dringlichkeit ausstrahlte. Du, Vivian von Grota, bist der Schlüssel im Kampf gegen diese Titanen. In ihrem Inneren brodelten Fragen wie ein Sturm. Wenn der Bewahrer der Zeit so mächtig ist, warum beseitigt er Nefarion dann nicht einfach? Eileen seufzte, als müsste sie wiederholen, was offensichtlich sein sollte. Weil Nefarion, die Mutter des Chaos,
dann in einer anderen Form zurückkehren würde. Deshalb wurde in deiner Heimatwelt Keloria der Portalturm errichtet. Der Bewahrer kann sich nicht selbst in das Geflecht der Zeit begeben, ohne alles zu gefährden. Wir brauchen dich, Vivian. Ich? Staunte sie. Was soll ich tun? Was? Du bist neben Jackson die Einzige, die auf dem Planeten Juwel übernachtet hat. Du hast die Transformation durchlaufen, die dich befähigt, dem Zeitkristall, den Elenary trägt, die Stirn zu bieten. Nur du kannst den tödlichen Strudel des Chaos durchschreiten und das Vermächtnis der Archon, die Rüstung des Lichts, erlangen. Elenary und Nefarion suchen seit vielen Dorsek nach dieser Rüstung. Der Bewahrer hat eine Barriere errichtet, die niemand überwinden kann, nur du. Der Grund? Du hast auf Juwel übernachtet. Diese Barriere kann dir und Jackson nichts anhaben. Leider ist Jackson kein Chelorianer und somit machtlos gegen Elenary. Um den Bewahrer der Zeit nicht selbst mit in den Portalturm einzuschließen, bedarf es 8 von uns, die ihn wieder herauszeppen. Solange jedoch deine Großtante Elenary auf freiem Fuß bleibt, kann sie Nefarion, Mutter des Chaos, wieder befreien. Genau hier kommst du ins Spiel. Du wurdest auf Juwel so verändert, dass du dem Zeitkristall, den Elenary trägt, widerstehen kannst. Du bist auch die Einzige, die den tödlichen Strudel des Chaos durchschreiten kann und sich die Rüstung des Lichts, das Vermächtnis der Archon, greifen kann. Mit der Rüstung des Lichts hast du einen entscheidenden Vorteil und kannst Elenary in den Portalturm bringen. Xeltran, Vivian und meine Assistenz sind in Position. Sie können die Flotte starten. Sobald wir ankommen, wird Nox die planetare Verteidigung deaktivieren. Danke, Bewahrer Vivian. Wie geht es ihr? Ich hoffe, sie wird beim Kampf mit Elenary nicht zu sehr verletzt. Xeltran, in diesem Kampf werden wir alle unsere Narben bekommen. Das wussten wir aber alle von Anfang an. Das ist der Preis, den wir für den Frieden eures Planeten bezahlen müssen. Ich weiß, Bewahrer. Gebt den Befehl zum Start der Flotte. Unser Ziel ist Keloria. Zu Befehl, Monarch. Ich bin mir sicher, dass ihr schon einen Plan habt. Was also habt ihr im Sinn? Zunächst eine gute Nachricht. Dein Großvater lebt. Er wird mit einer vom Schwarm gebauten Flotte die eigentliche Ablenkung sein. Bei seiner Ankunft wird Nox die planetare Verteidigung deaktivieren. Dann sind Elenary und Nefarion abgelenkt. In dem Augenblick werden Aileen und ich dich zur Barriere bringen. Zwei von uns werden den Bewahrer der Zeit offen begleiten. Der Rest wird getarnt am Portalturm warten. Sobald der Bewahrer mit Nefarion in den Portalturm zappt, wirst du Vivian, Elenary zeigen, wie fragil ihre Macht ist. Hast du sie besiegt, zappe sie in den Portalturm. Warum ist es für den Bewahrer so schwer, wieder herauszuzappen, wenn es doch selbst für mich so leicht ist? Der Bewahrer wird von Nefarion sehr schwer verletzt werden. Nefarion wiederum ihrerseits wird das gleiche Schicksal ereilen. Deswegen wird er keine eigene Kraft mehr haben, um zu zappen. Zudem wird der Bewahrer mehrere Parsec im Portalturm verweilen müssen, was ihm an den Turm binden wird. Dies ist nötig, um dir, Vivian, genug Zeit für Elenary zu geben. Wie schnell kann ich die Rüstung des Lichts anlegen? Die Rüstung des Lichts besteht aus einem Amulett. Es müsste also sehr schnell gehen. Wir wissen nicht, wie stark du mit der Rüstung sein wirst. Deswegen ist ausreichend Zeit für dich geplant worden. Je schneller du bist, je besser ist es für den Bewahrer. Dann warten wir also nur noch auf meinen Großvater. So ist es. We'll be right back.
als die Flotte von Vivians Großvater für die Scanner auf Keloria wahrnehmbar wurde, schaltete Nox die gesamte planetare Verteidigung ab. Ab diesem Moment war Keloria vollkommen hilflos den vermeintlichen Invasoren ausgeliefert. Verena und Eileen begleiten Vivian. Pepper und Claudia begleiten mich zu Nefarion. Für Pepper und Claudia war die Aufgabe sehr gefährlich. Henry würde Nefarion mit all seiner Kraft in eine Pattsituation zwingen. Wenn die beiden Entitäten keinen Raum mehr für Nebensächliches haben würden, mussten sie Henry und Nefarion in den Portalturm zeppen. Nefarion, es reicht. Verlasse diese Welt. Bevara, keiner von uns kann diesen Kampf gewinnen. Ich wäre mir nicht so sicher. Du willst dich messen, das kannst du haben. Elenari zu mir. Elenari ist gerade in einem Selbstbeschäftigung. Wie es der Zufall will, wir haben gerade Zeit. Apropos Zeit. Im Portalturm sind noch Plätze frei. Das wagt ihr nicht. Wetten doch. Die Aufgabe für die beiden Teams waren jede für sich sehr heikel. Weiter wie bis hierher können wir dich nicht begleiten. Vivian, du wirst das schaffen. Ich werde es gleich herausfinden. Verena und Eileen mussten sicherstellen, dass Vivian erfolgreich durch die Barriere kam, um anschließend ihrer Großtante entgegentreten zu können. Jetzt zu Elenari. Wer bist du? Ich bin die, mit der du Miststück nicht gerechnet hast. Henry, vom erbitterten Machtkampf mit Nefarion gezeichnet, lag schwer verletzt am Boden, während die Schatten des Portalturms ihn wie hungrige Wölfe umzingelten. Es war ein verzweifeltes Spiel auf Leben und Tod, und hätte nicht das brillante Zusammenspiel seiner KIs und die unerschütterliche Unterstützung von Vivian gegeben, wäre Henry unweigerlich in diesem finsteren Gefängnis gefangen geblieben. Doch die Hoffnung erblühte erneut, als Verena und Vivian mutig und entschlossen sich dem Portalturm näherten. Ihre Herzen pochten wie Trommeln in der Schlacht,
als sie sich entschlossen, für einen flüchtigen Moment die Schwelle zu überschreiten. Ein Schritt aus purem Wagemut und Hoffnung, um Henry aus den gierigen Klauen von Nefarion zu befreien. Als die geballte Kraft ihrer vereinten Energien schließlich eine Fluktuation in der Dichte der Zeit des Turms erzeugte, gelang es ihnen, Henry zu retten. Doch was die Anwesenden dann sahen, ließ ihnen die Luft wegbleiben. Die Realität hatte sich in einen Albtraum verwandelt, den sie sich nicht einmal im düstersten ihrer Vorstellungen hätten ausmalen können. Henry, ein Schatten seiner selbst, war in die Freiheit entlassen worden, doch um den Preis unvorstellbaren Leidens. Sofort wurde klar, dass er Hilfe benötigte. Aura, das Kristallschiff, begann sofort mit der Versorgung seines verwundeten Körpers. Es war ein Wettlauf mit der Zeit, und die dunkle Macht von Nefarion hatte dies Henry angetan. Henry hatte sie bewusst herausgefordert. Nur so war es möglich gewesen, Nefarion in den Portalturm zu bringen.